Ja, hi und willkommen. Mein Name ist Daniel LP und ich begrüße euch zurück zu Let's Play Final Fantasy 16. Ist das nicht ein wunderschöner Tag heute? Naja, abgesehen von vielleicht das hier, ne? Aber abgesehen davon, schöner Tag, ne? Ja, in der letzten Folge haben wir uns um Benedicta gekümmert und ihre beiden Schwesterchen oder Esper-Schwestern, keine Ahnung. Und ja, die haben wir fertig gemacht. Wir haben ein bisschen Benedicta fertig gemacht. Dann haben wir von Benedicta hier noch den Garuda weggesnatcht, ne? Und ja, jetzt ist sie irgendwie durchgedreht, weil sie von so ein paar Leute angefallen worden ist und ja, hat sich in Garuda verwandelt und dann ist das hier passiert. Und ja, das schauen wir uns doch mal an, ne? Würde ich sagen. Gut. Ich sollte echt nicht auf Facebook irgendwie rumhängen. Jedenfalls nicht. Ich sollte vielleicht nicht so viel da rumscrollen, weil ich bin schon wieder da. Weil ich habe ja auch Square Enix und so da gefollowt, ne? Von seit einer sehr langen Zeit. Und die tun hin und wieder natürlich auch mal so ein paar Sachen über Final Fantasy 16 posten, ne? Weil das ja jetzt vor kurzer Zeit rausgekommen ist, ne? Und ja, da sollte ich mir vielleicht abgewöhnen, ne? Weil ich da hin und wieder über einige Spoiler stolper. Ich habe zum Beispiel irgendwie so ein Bild gesehen mit Cid und Ramo im Hintergrund, ne? Was jetzt nicht der allergrößte Spoiler ist für mich, ne? Weil ich weiß, wie Ramo aussieht, ne? Das ist ein alter Mann mit einem langen Bart, der Blitze beschwören kann, ne? Das ist die Blitzbeschwörung in Final Fantasy, ne? Also ist jetzt nicht der allergrößte Spoiler, ne? Aber bevor mir soweit nochmal passiert, ne? Und vielleicht eine andere Esper oder irgendwie sowas hier gespoilert wird, soll ich mir vielleicht mal angewöhnen, nicht auf Facebook hier so Posts anzugucken. So, also wieder dazu. Ich weiß, hat nichts mit diesem Spiel jetzt hier gerade zu tun, aber wollte ich nur mal so erwähnen, ne? Gut. Weil du musst nur über einen falschen Spoiler oder so stolpern, ne? Und das gesamte Spiel ist irgendwie ruiniert. So. Ich habe gerade zum ersten Mal. Weil ich komme wortwörtlich gerade von vor, weiß nicht, 10 Minuten von meinem ersten Part von Star Wars Jedi Survivor, ne? Und jetzt muss ich natürlich mir hier diese Steuerung noch mal angewöhnen, ne? Wie das hier alles noch mal ging, ne? Aber ist eigentlich gar nicht so unglaublich. Okay. Da war ich dir wahrscheinlich Fehler gebe, ne? Die ganze Zeit. Oh, sehr gut. Und die Steuerung ist ehrlich gesagt nicht so unglaublich verschieden, ne? Vier angreifen, drei kannst du einige Sachen machen. Das ist nicht so unglaublich. Unglaublich verwirrend und unterschiedlich. So, ich würde am liebsten nicht getroffen werden, ne? Weil ich habe relativ wenig HP gerade. Ich weiß, ich könnte mir einen Heiltrank oder so einverleiben, aber ja. Ich bin mal zu knauserig, ne? Und außerdem weiß ich nicht, wie schwer hier noch wird, ne? Meinst du denn schon wieder hin? Hast du was gefunden? Nein, okay. Naja, ich weiß ja nicht, wie viele Tränke ich noch kriege, ne? Oder wie schwierig das hier noch wird. Von daher kann ich vielleicht nicht schaden. Bisschen vorsichtig mit dem ganzen Ressourcen zu sein, ne? So, jetzt mal ganz doofe Frage, aber konnte man hier blocken in diesem Spiel? Ich glaube nicht, ne? Ich glaube nicht, ne? Ist da gerade auch, wenn man irgendwie wortwörtlich vor 10 Minuten noch ein anderes Spiel gespielt hat, ne? Ja.
Übrigens gut, dass auch wenn es zu Garuda wechselt, ich trotzdem irgendwie noch einen Feuerangriff mache. Ja, könnte mal irgendwie so ein Heiltank oder irgendwie sowas droppen. Das ist das, was ich gerade brauche. Ach, mal ja. Gott. Oh Gott. Also, weil dieser Angriff, wenn ich diesen Angriff einsetze, muss ich mal aufpassen, ey. Weil ich unglaublich lange in dieser Animation drin bin. Natürlich mache ich die alle platt, ne, wegen Erfahrungspunkte, und ich nehme an Materialien, ne, was ich hier gerade einsammle. Das ist alles das, was ich brauche. So, Heiltrank bitte. Ja. Voll knauserig ist das hier. So. Ja, natürlich mache ich die alle platt, ne. Wie gesagt, ich weiß ja nicht, wer mit den Erfahrungspunkten hier so ist, ne. Okay, ja, ist mir zu gefährlich gerade. Ja, du. Hä? Da bin ich auch echt gut mit dem Ausweichen, ne? Ja, die respawnen. Da sind nämlich eine ganze Menge von denen. Naja, ich kann ja. Ich habe das, wenn ich Viereck die ganze Zeit drücke, ne? Dann macht er einfach weiter mit den Angriffen. So, ich habe das Gefühl, die tun die ganze Zeit respawnen, ne? Oder auch nicht, weil hier sind irgendwie noch Gegenstände so am Boden, ne? Aber Leute, ja, ich war da noch nicht, ne? Also ja, da ist wieder ein komplett anderer Ort, aber lass mal gucken, ne? Ich dachte, da wäre was. Okay. Der Weg ist halt irgendwie eine gute Frage irgendwie aufgebracht, und zwar, warum ich den Segel des Phönix habe, obwohl ich, so wie das Spiel es andeuten will, ja irgendwie Ifrit bin, ne? Das habe ich mich aber auch schon seit Anfang angefragt, ne? Weil Joshua hat sich ja auch beschwert, ne, dass er hier vom Phönix erwähnt worden ist, ne? Und dass er hier der Thronerbe und all sowas ist. Und er gar nicht werden will, obwohl hier Clive hier der Stärkere ist. Ups. Das habe ich auch schon von Anfang an irgendwie verwirrt, dass wir den Segen des Phönix haben. Also ja, ich verstehe auch nicht so genau. Oh mein Gott. Wenn ich gleich in den Bosskampf reingehe, ne? Oh Gott, da ist so gefährlich, ne? Ja, weil ich krieg vielleicht mal hier irgendwie so noch so ein Heiltank oder irgendwie sowas, ne, spendiert. Hier von den Dingern oder so, ich weiß es nicht. Wahrscheinlich irgendwie nicht so der Fall zu sein. Aber da habe ich das schon. Habe ich schon was Schlimmes irgendwie vorausgesehen.
Ein Angriff soll ich glaube ich nicht machen, außer wenn die Gegner gebrochen sind. Oh Gott. So, jetzt habe ich schon wieder den Super Tag aus Versehen eingesetzt. Das gibt's nicht. Ich fühle mich wie dieser eine Typ aus Fist of the North Star. Ich gab ja irgendwie hier. Es gab ja diese eine Schule von Kenshiro, ne? Hokuto no Ken. Da gab es ja diese rivalisierende Schule, ja, wo die anstatt irgendwie Druckpunkte zu drücken, irgendwie ihr Gegner aufschlitzen. Mit ihren Fingern und so. Ich habe den seinen Namen vergessen. Ich glaube Ray. Oder irgendwie sowas, ne? Wollte er gerade einen Zauber auf uns werfen? Wollte er gerade einen Zauber auf uns werfen? Oh. Boah, ich kämpfe gegen einigen von denen und krieg gar nichts an Schaden, ne? Und da, oh mein Gott. Dann kämpfe ich gegen einige von denen. Nimm nur Schaden. Was ist das? Das Wichtigste, was ich hier kriege, die sind definitiv nicht am Respawn, glaube ich, ne? Das sind ja, glaube ich, Skillpunkte, ne? Die sind, glaube ich, am wichtigsten. Okay, ich glaube, wir haben ja alles erledigt. So, wir haben ein paar Tränke hier verballert. So, jetzt kann man aber mindestens die einen spendieren, wenn es geht. Wow, danke. Okay. Dann gehen wir mal da rein, ne? Was? Ich meine, Benedikt alleine war schon schwierig genug. Ne? Jetzt müssen wir auch noch gegen Garuda kämpfen. Oh, ehrlich. Oh, willst du mich auf den Arm nehmen? Ich hätte dann hier einfach. Ah, gibt es hier irgendwie was Neues? Gibt es echt immer noch nichts Neues? So waffenmäßig oder irgendwie so was, soll ich irgendwie Sachen hochleveln? Ich glaube nicht, ne? Das Auge des Sturms, gehe ich dann direkt hier in den Kampf rein. Ist immer noch so ein bisschen verwirrend, finde ich. So, werde ich Vollgas sein, weißt du was? Lass mich mal kurz ins Versteck reingehen. So ganz kurz, ne? Dauert ja nicht lange. Guck ich mal so, ob ich irgendwie so Sachen hochleveln kann oder kaufen kann oder irgendwie sowas, ne? Und das Skills bin ich eigentlich voll. Ja. Oh. Ich habe nicht gewusst, dass das hier eine Auswahl war. Steigender Stufe wird sich dessen Angriffskraft. Ja, wie tut man die? Berühmter Wolf. Ich hätte lieber menschliche Partymitglieder, wenn ich ganz ehrlich bin. So, gibt es hier noch irgendwie was ich haben wollte? Ich weiß, ich gucke fast jedes Mal nach, ne? Aber. Diese Fähigkeiten sehen nicht schlecht aus, ne? Diese ganz teuren. Das wäre zum Beispiel nicht schlecht, ne? Klingt nach einem sehr mächtigen Angriff, aber da brauche ich eine Menge Punkte für. Also die Ultimates hier, ne? Komm.
tun wir da auch sparen, ne? So. Ich komme mal zu den einen alten Knacker, ne? Brauchen die vielleicht Hilfe da drüben? Da gibt bestimmt irgendwie jetzt hier. Ich krieg doch bestimmt jetzt hier ein Level up von denen. Ne? Womit kann ich, alter Mann, euch dienlich? So. Ja, ich habe jetzt eine Garuda und so. Oh, ich finde. Heute habe ich außergewöhnlichen Lesestoff für euch. Ich finde diese Sprites so. So schön. Ne? So sehen die, so sahen die von den ganz alten Final Fantasy Spielen nämlich aus. Also sahen die Charaktere damals in. In Super Nintendo Spielen und so aus, ne? Also Final Fantasy 1 bis der Sprite, den ich zum Beispiel auf meinen Thumbnail habe, ne? Hier dieses Mannequin mit den grünen Klamotten, das mich darstellen, so dieses verpixelte Charakter, das ist zum Beispiel auch nur eine eingefärbte Version von dem Fighter, dem Fighter Sprite aus Final Fantasy 1. So, guck mal, ich kann mir ja schon wieder neue Sachen kaufen. Gib mir mal das Bastard-Schwert. Du machst mich noch arm, mein Junge. Ich hab dir wortwörtlich gerade was bezahlt. Ey, was willst du eigentlich von mir? Du machst mich noch arm. Danke für dein Geld. Komm wieder. So. Dadurch gehen meine LP runter. Ach, weil dieses eine irgendwie so ein LP-Ding jetzt hat, ne? Ja. Eisengurt. Eisengurt. Wolfsschärpe. Wolfsschärpe. Ich glaube, Verteidigung ist, glaube ich, ein bisschen besser, ne? Was soll ich denn sonst auch mit meinem Geld machen, ne? Einen besseren Preis bekommst du nirgendwo. Außerdem kann man die sowieso alle nur einmal kaufen, ne? Von daher. Aber das ist dann der Sinn von. Du machst mich noch arm, mein Junge. So, Heiltränke könnte ich mir auch kaufen. Diese Tone kommt benutzt sowieso nicht. Ja. Fertig. Aha. Wie ist mit dir aus? Fass dich kurz. Und was darf sein? Kann ich mein Bastard-Schwert hochleveln? Wie viele Dinger ich habe. Nee, verstärken. Das ist so verwirrend, ne? So, dafür brauche ich ein Bastardschwert, ne? Getübtes Auge, wertet, gewaltige. Natürlich halt weniger bezahlen, ne? Ist klar. Aber warum soll ich das jemals machen, wenn ich die auch einfach nur kaufen kann? Da verwirrt mich so ein bisschen hier, diese ganze Mechanik. So, ich finde ehrlich gesagt, Verteidigung ist ein bisschen wichtiger, ne? Deswegen. Ja, schon besser. Tun wir die mal ein bisschen hochleveln. Tun wir die Drachenkrallen. Kann ich auch alles hier schön offscreen machen, ne? Aber. Das muss erstmal reichen. Und die Strahlkrone. Kannst mir später danken. Wow, diese. Ist noch was? Mein Gott, jeder einzelne Satz, den die sagen, ey. So unfreundlich. Alter. Was hält mich davon ab, euch hier alle abzumetzeln? Jetzt mal ganz ehrlich. Ihr macht mir ja alle nicht so einen sympathischen Eindruck gerade. So, und da ist irgendwie. Guck mal, was da jetzt aufgetaucht ist. Immer neue Gegner und so bekämpfen, ne? Abschnitte wiederholen, ja. Na gut, okay. So, ich habe mich nur ein bisschen hier hochgeballert, weil ja, die Kämpfe, die werden doch schon langsam, aber sicher schon wieder so ein bisschen heftig, ne?
Deswegen lieber Vorsicht, ne? Außerdem sieht das aus, als würden wir jetzt gleich hier gegen Garuda kämpfen, ne? Also gucken wir mal. Das Auge des Sturms, ein unkontrollierbarer Wirbelsturm, gigantischen Ausmaß, der vom wütenden Schmerz Benedikt das geboren wurde und von Garudas wilden Zorn am Leben gehalten wird. Dann gehen wir mal dahin. Aber ich dachte, mit den Aufrissen mache ich aber jetzt mal auf Screen, ne? Mal schauen, keine Ahnung. Sein Gesicht kommt mir so bekannt vor. Bin noch da und Torgal auch. Mach dir keine Sorgen um uns. Darauf hast du gewartet. Los, Sid! Wenn man doch nur da oben rüberklettern könnte oder so. Also hier sind begraben darunter, ne? Okay. Wir wissen, ein Rollenspiel, ne? Da kannst du nicht einfach so über alles rüber klettern, ne? Da muss nur eine kleine Stufe im Weg sein und schon kommst du da nicht durch. So, du. Wer geblieben? Oh, das war cool. Da ist er hin. Wow. Ich komm nicht wegen dir, Garuda. Okay. Da raus mit den Theorien, Leute. Was hat's mit diesen Personen auf sich? Vielleicht ist er irgendwie nur so eine Person, die irgendwie die S-Bahn von anderen Leuten irgendwie erwachen lassen kann oder so, ne? Sie spielt mit mir. Vielleicht ist er gar keine S-Bahn, ne? Vielleicht kann er nur die S-Bahn von anderen Leuten erwecken oder so, ne? Mal schauen. Ich bin ja immer noch der Meinung, das könnte vielleicht Joshua sein, ne? Aber er war ja schon da, bevor irgendwie Joshua sich verwandelt hat, ne? Ist das Joshua aus der Zukunft, ne? Er nennt mich jetzt wahrscheinlich alle voll für verrückt, ne? Aber die Richtung, in die einige Final Fantasy Spieler gehen, würde mich nicht überraschen, wenn das sogar der Fall sein könnte, ne? In Final Fantasy 8 geht es wortwörtlich um Zeitreisen am Ende. Oh, da kümmere ich mich eben um dich erst. So. Du gehörst in meinen Balken rein. Du gehörst schon mir. Alter. Das ist ein bisschen zu wenig Platz hier. Autsch. Da war kein Platz hier auf dieses Feld hier.
Fatal Sturz. Größere Gegner kommen ins Schwanken, wenn ihre gelbe Willensleiste unter 50% sinkt. Verteidigung, um einen schwankenden Gegner umzuwerfen. Oh, weiter. Aber ja. Und ja, das erinnert mich auch an. An Devil May Cry. Mit Neos hier Dämonenarm. Flamme erwache. Oh, herkommen. Oh, ich dachte, ich konnte es wieder. Oh, nein, 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 nein. Oh. Ja, ich glaube, meine Waffen und so hoch zu ballern hat's gebracht. Oh Gott, ich hasse diese Sache. Bin viel zu creepy. Windschlag. Kannst du das mal bitte sein lassen? Ja, ich muss dich brechen, aber da habe ich ja gleich das schaffe. Okay. Achso, da war der Angriff. Ich dachte, du tust jetzt ja was voll krasses machen. Jetzt kriege ich ja nichts ausgewichen, ne? Ja, ich habe es nicht vergessen. Ah, das war ich aufgepasst. Gott. Nein. Das gibt's doch jetzt nicht, ey. Bist du so gut wie fertig hier gerade? Noch mal. Das ist wie Shadow of the Colossus hier gerade. Also wenn ihr dich das frage, wer oder was ich bin, war schon so ein bisschen berechtigt, ne? Ich fühle so eiskalt hier die Angriffe von so einer S-Bahn einfach mal abwehren, ne? Das ist schon krass. Ich meine, ich bin ganz offensichtlich auch irgendwie mit einer S-Bahn verbunden, aber das ist schon krass, ne? Wie wir einfach so locker mit dir mithalten können, ne? Cool, schon wieder mehr 50 HP und 55 Reißzähne, alle einzeln rausgezogen. Ja, zum Dominus, zum Herrn, Gebieter, Gastgeber. Ja.
Oh, das ist doch nicht fair. Du bist nichts als ein Monster. Und ich kann nicht. Ich werde nicht aufgeben. Mein Gott. Wer hätte es gedacht? Ifrit. Clive, welcher so aussah, als wäre er Ifrit vom Anfang an, ist in Wirklichkeit Ifrit. So, jetzt kommt die Esper-Kämpfe, die ich auf die Rückseite der Hülle, von denen ich gelesen habe. Ich kann auf dem Bild ganz ehrlich. Obwohl, lass mich mal gucken. Ich kann da ehrlich gesagt nicht viel erkennen auf dem Bild, aber ja, da habe ich schon gelesen, irgendwie Esper-Kämpfe. Ne? Die Steuerung für Ifrit ist wie folgt: Nahkampfangriff, Fernkampfangriff, Ausweichen. Eine große Entfernung und einen Satz zu überwinden, dabei Schaden auszurichten, falls der Gegner getroffen wird. Eine Übersicht der Fähigkeiten, die überwachen Zustand von Ifrit, findest du eine Fertigkeit im Hauptmenü. Okay. Klasse. Das ist wie in Naruto, ey, wenn man irgendwie als Naruto zum ersten Mal irgendwie sich mit den Ninetales verbunden hat, ja, mit den Neunschwänzigen. Oh, 11.000 Schaden. Da. In die Fresse. In die Fresse. Sprengen kann ich übrigens nicht. Also, fertig hier. Relativ chill. Ist relativ chillig hier zu zocken gerade. So. Alter, 100.000 Schaden. Vernichtung der Welt. Nochmal halblang. Nur weil du mich vernichten musst, musst du euch die ganze Welt direkt vernichten. Na, warte du, komm her. Ich hab gesagt, komm her. Sehr geblieben. Oh, da war ein Gebäude, ne? Gib mir eine Kopfnuss. Ah.
Oh, ich kann halt damit kontern, sehe ich gerade. Ah. Oh, der ist aber schneller als ich. Na, ich bin einfach durchgesprintet. Oder den gesehen? Ah. Aber viel nicht Schaden gemacht. Oh, nimmt gar keinen Schaden. Quick Time Event, ja. Oh. Halt schon irgendwie krass, ne? Wo kannst du denn nicht entkommen? Klaue ins Gesicht. Da an den Ifrit von Final Fantasy 10 denke, ne? Das hat ja nicht, das hat so ein krasser Unterschied, ne? Nein, das war mein Arm. Den brauche ich doch noch, um dich zu verprügeln. Aha. Gib mir High Five. Die Nummern sind eigentlich nur so Dekorationen, ne? So Gefühl, die Schadensnummern. Oh nein. Er sagt, für das gesamte Budget des Spiels ist in dieser Cutscene gerade drin. Da müssen wir gewinnen, ne? Operatorium. Wenn ich so einen riesigen Feuerball auf dich werfen. Oh. Ha, 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 ha. Das war so krass. Schon wieder der Blatt. Alter. So muss das. Voll übertrieben episch, aber warum nicht, ne? Ich soll einen normalen Kämpfe machen, da wird die Kämpfe sehr viel einfacher machen. Mal durch den Ramo. Komplett. Ja, sieht so aus. Ja, gleich ist Benedikt auch passiert, ne? Muss ich den alten Mann auch noch verprügeln?
Danke für die Hilfe gerade gegen Garola übrigens. Wenn du das hier locker hättest machen können. Ja, okay. Deswegen. Wahrscheinlich. Lass mich raten, irgendwann gibt er mir seine Kraft, weil seine Zeit abgelaufen ist. Verdammte Scheiße. Was ist mit Benedikta? Ist sie tot, tot? Clive. So lange hast du ihn gesucht. Und dann war er in dir selbst. Kann man sich nicht ausdenken. Wieso bist du ihm gefolgt? Benner, das kannst du doch nicht gewollt haben, oder? Einige Zeit später, anscheinend. Sind hier auf einmal los. Odin. Der König selbst. Hoher Besuch. Stellt ihr ihn persönlich, eure Hoheit? Natürlich. Wer bist du, Lanze? Wer könnte das sein? Möge Gwigo euch beflügeln. Ja, das ist Barmut, ne? Odin gegen Barmut. Geil. Die haben Schweine. Ja, ja, jetzt sind sie nicht mal am Feiern, ne? So ein normaler Fußballer zu sein, muss ganz schön stinken. Okay, ja, eine Lanze wie ein Dragoner, ne? Barmut, ne?
ordnet die Truppen. Jawohl. Eure Hoheit. Saboteure? Wir verzeichnen zahlreiche Angriffe. Sogar in der Hauptstadt. Mein Vater. Ist er in Sicherheit? Seine Heiligkeit ist sicher. Doch die Stadt braucht nun jeden Mann. Auf Verstärkung warten wir leider vergebens. Selbstverständlich. Der Schutz des Kaisers hat Vorrang. Ich übernehme die Feinde hier. Alleine. Okay, was war das gerade? Wo waren wir gerade? Warum bin ich komplett? Na, endlich wach. Steckst ja voller Überraschung. Erst der Trick mit Garuda, dann was auch immer das andere war. Es wird nicht langweilig mit dir. War es wirklich notwendig, mich komplett auszuziehen? Was? Was? Töte mich. Ich war's. Ich hab ihn umgebracht. Er ist tot. Joshua, ich hab ihn getötet. Ich bin ein Monster. Und ich verdiene den Tod. Töte mich. Jetzt davor. Bitte. Bitte. Den Gefallen kann ich dir tun. Wenn es das ist, was du willst. Aber erst wollte ich dir eine Kostprobe meiner zeitlosen Weisheit geben. Denn wenn du mich fragst, Junge, wer die Kraft hat, rumzuschreien, hat auch genug Kraft, sich nützlich zu machen. Sieh dich an. Bist zwar ganz gut gebaut, aber nicht mein Typ. Wir sehen uns in der Halle. Und ich war nackt, weil... Ich will es nur verstehen, ne? Nur so nebenbei. Wann kriege ich eigentlich diese Klamotten, die er auch im Ladebildschirm hat? Wenn ich das Spiel starte, er hat irgendwie so einen schwarzen Umhang und so eine rote Weste. Dann bekomme ich die Klamotten mal endlich. Was soll ich denn jetzt noch tun? Das ist genauso wie in Tales of Arise, ne? Da ist er auch schon irgendwie auf dem Cover gesehen, wie der Charakter ohne die Maske aussieht, ne? Aber muss es ja erst irgendwie, weiß ich nicht, so 10, 20 Spielstunden spielen, bis er irgendwie ja. Okay, nicht 20, okay, vielleicht nicht 10, 20, aber muss es ja auch erst schon der ganzen paar Spielstunden spielen, damit irgendwie hat es aber ja ruiniert so ein bisschen die Immersion, ne? Blockierte Aufträge zu manchen Zeitpunkten sind bestimmte Nebenaufträge blockiert, solange es noch nicht weit genug in der Hauptgeschichte oder blockieren sind durch das. Okay, ich kann ihn mir ja mal anhören. Okay. Ich habe mir gerade neue Sachen hergestellt. Du sagst mir, ich kann jetzt schon wieder neue Sachen herstellen. Fertigkeiten. Ach ja, ich wollte hier versparen. Da wollte ich für Phoenix Flug hier. Aber das sieht nach einer sehr krassen Fähigkeit aus.
Also heilen und so, ne, aber ich kann mir nicht vorstellen. Funktioniert denn das? Es hat einfach so eine Fähigkeit mit Abklingzeit. Aber ja, er merkt dann schon broken. Dich wieder einzulochen, ja? Willst du denn? Mein Gott, ey. So, oh Gott, wehe, du hast schon jetzt schon wieder neue Waffen und so, ne? Na, wen haben wir denn da? Zu viel Gil in der Tasche? Oh, ich glaube, du wolltest irgendwas. Ja. Natürlich perfektes Timing, ne? Alter, ich habe gerade diese Sachen hochge. Ich habe da gerade gekauft und hochgelevelt. Und jetzt kommt hier schon direkt wieder was und das ist schon direkt besser. Das gibt es da jetzt einfach nicht. Ja. Du machst mich noch arm, mein Junge. Das gibt es da jetzt einfach nicht mal. Ich hoffe, du hast es passend. Fertig? Gibt es einfach nicht. Aha. So, gibt es hier irgendwelche Nebenquests? Sieht nicht so aus, ne? Was geht? Endlich aus der Gruft gekrochen, was? So siehst du aus. Wenigstens hattest du den Anstand, dir was anzuziehen. Ja, warum hast du mich überhaupt ausgezogen? Oh, doch noch etwas Feuer in dir. Dann hör zu. Wir gehen jetzt los und treffen Gav. Falls du es vergessen hast, für dich ist er da draußen auf der Suche. Ganz umsonst. Nein, hör zu. Während du hier gefaulenzt hast, hat sich Gav nach deinem Dominus umgehört. Und laut seines neuesten Berichts hat er eine Spur. Gav hat sich ziemlich ins Zeug gelegt. Hör dir wenigstens an, was er herausgefunden hat. Wir treffen ihn am Königsfall. Pack deine Sachen, dann brechen wir gleich auf. Okay. Immer noch keine neuen Nebenquests hier. Ich kann die Musik hier meinen dann. Und schon direkt zum nächsten Ding hier weiter. Noch eine Portion. Hey, du! Wenn ich das hier mit Genshin dir irgendwie vergleiche, ne? Sound of Silence. Oh, okay. Irgendwie klasse, wenn man hier so alte Final Fantasy Lieder spielen könnte. Okay. Ja, ich will jetzt nicht meine Sachen mehr. Ah, gehen wir mal weiter direkt, ne? Gucken wir uns als nächstes erwarte. Direkt in den nächsten Kampf. Wenn ich das hier mit Genshin vergleiche, ne, wo du irgendwie 10 Milliarden Jahre irgendwie mit den Leuten am Reden bist und dann irgendwie ein bisschen in der Hauptstory weiterkommst, ne, boah. Die Königsfall. Die Flüsse und Bäche des Königsreichs treffen hier zusammen und rauschen gesammelt in der Tiefe, in der ein gescheiterter König einst sein Leben gelassen haben soll. Okay, cool. So, welche Esper gibt es denn jetzt bisher? Es gibt Efred, Garuda, ne? Oder Phoenix nehme ich an, ne? Es gibt Bahamut, Odin, Ramu, Shiva, Titan und noch jemanden dann. Ich nehme an Wasser, ne? Leviathan. Vielleicht. Ist auch ein Klassiker. Das auch schon im Final Fantasy 15, aber auch ein super Kampf. Noctis gegen Leviathan kann ich nur mal empfehlen. Richtig cooler Kampf. Die Leute gingen. Jetzt ist es hier wie ausgestorben. Die perfekte Abkürzung war geboren. Gav wartet auf uns. Komm. Fängst du wieder an zu jammern? Denk doch nach, Clive.
Es deutet alles darauf hin. Ein kaiserliches Signal. Was machen die hier? Die Burg ist schon seit Jahren verlassen. Wir reden nachher weiter. Ich muss wissen, was die da aushacken. Geh vor und triff dich mit Gav. Wir wissen doch beide, dass... Ohne Wenn und Aber. Wir treffen gleich den ersten Gegner und rennen einfach direkt ins Schwert rein. Jäger und Gejagte. Endlich Erlöser. So. Direkt hier weg. So, wir spielen noch. Ich bin der Dominus. Wir spielen noch ein ganz klein wenig weiter. Jetzt habe ich schon wieder keine Karte. Okay. Seid ihr ein Kram oder Spinnen? Als ich Star Wars vorhin angefangen habe, ne, da gab es so einen Anti-Arachnophobie-Modus, ne, wo man irgendwie dort... Mal irgendwie seine... Ja, keine Ahnung, wenn man Arachnophobie hat, ne, konnte man irgendwie umstellen, so... Das möchte ich nicht, deswegen weiß ich, was die dagegen gemacht haben. Aber ja. Scheint wohl in dem Spiel nicht der Fall zu sein, ne? Obwohl ich weiß es nicht. Vielleicht ist das der Fall. Da müssen wir meine Frust hier auslassen, ne? Leute. Scheint irgendwie eine sehr bekannte und belebte Sache zu sein, die viele japanische Rollenspiele auch haben, irgendwie so dieser eine Moment, in dem der Hauptcharakter sich irgendwie sich selbst reflektiert und an sich zweifelt oder irgendwas getan hat, was er bereut, dann die ganze Zeit am Jammern ist und irgendwie, weil nicht. War bei Luke auch so hier in Tales of the Abyss. Ich habe all diese Leute getötet. Oder Edge aus hier Star Ocean 4. Ja, ich habe die ganze Erde zerstört. Oh. Ich weiß mal meinen kleinen Emo-Moment für dieses ganze Kapitel, was voll nervig war. Ein Stiermensch? Nein, ein Menschstier. Mach du das. Ich fühle mich gerade zu emo. Ah. Na warte, okay. Jetzt reicht's. Ah, ich hab doch. Auch ein schönes Ding. Zu langsam. Zu langsam, da musst du ja schon was Besseres. Au. Mach einfach irgendwas. Ja. Ah. Wir machen ja so viel Schaden, ey. Na, warte mal.
Richtig nicht. Ich dachte, wenn die unter 50% sind, das ist halt nur, wenn die gerade unter 50% auch. Da war da irgendjemand, ne? Na, Gott. Aber wenn ich jetzt noch verreck, ne? Ah, ich muss halt einsetzen, nachdem die gebrochen worden sind. Aber ja. Minotaurus bezwungen. Das ist Stiermensch. Politisch korrekt heißt das eigentlich Stiermensch. 18 Erfahrungspunkte nur, willst du mich auf den. Ah, geht doch nichts darüber, einen Stiermenschen zu töten, wenn man schlecht gelaunt ist. Geht einfach weiter. Eine von Sets perfekten Abkürzungen. Wieder mal voll mit blutrünstigen Bestien. Ich war Torgal. Knapp's dir. Oh mein Gott, ich bin so schlecht gelaunt. Schon noch ganz fein ein bisschen weiter, ne? So. Oh, ich habe noch nicht voller Heiltränke. Ah, da geht's weiter runter, ne? Ja. Ah, jetzt um Bad, ne? Okay. Nicht mehr weit sein. Warte mal, von wo kam ich gerade? Von hier kam ich nicht, ne? Oh, oh ja, du. So ein geiler Angriff, ne? Nein, ich wollte erledigen. Ja, schon im ersten Moment, in dem ich irgendwie so mehrere Fähigkeiten freigeschaltet habe, habe ich schon gewusst, dass man die so hintereinander spammen kann. So her. Komm her. Was ist das? Boah. Aber für die Gegner habe ich gerade mehr Erfahrungspunkte bekommen als für den gerade. Ja, Torga, wo muss ich hin? Ich muss da hin. Aber da ging es sogar irgendwo runter. Ja, hier ging es sogar irgendwo runter. Oh. Also ich habe gedacht, da wäre irgendwie so ein Abgrund, ne? Aber ich habe jetzt nicht gesehen, dass hier irgendwie so ganz runter ging. Boah. Da war eine. Da war eine. Ja, ich hatte noch mal genannt, ne? Ja, ich hatte noch mal in. Als ich mit dem Master ja Mario gespielt habe. Und ich gedacht, wenn ich den Zug nicht gesehen habe. Eine optische Täuschung, genau. Ist das schon wieder einer? Ernsthaft? Lass mich durch. Auf den Arm nehme ich, habe gerade gegen einen gekämpft.
Hatte ich noch ein Jahr. Da war ich gerade gegen einen gekämpft. Da kommt vielleicht der nächste. Au. Alter, meint ihr jetzt ernst? Ich habe gerade gegen einen gekämpft. Er hat es sogar in sich gehabt. Ach man. Könnt ihr euch machen? Ich bin da gerade zweimal ausgewichen. Na, da kommt er nicht. Ich habe doch gerade gegen so einen Bossfisch gekämpft. Da kommen die schon direkt und machen daraus einen normalen Gegner. Ja, könnt ihr nicht machen. Also ein bisschen zu früh, Leute. Weiß nicht, die Schwierigkeit in diesem Spiel ist ja gar nicht existent, ja. Oh mein Gott. Oh ja. Ah, der Typ hat gerade schon so ein Viech erledigt, da kann er doch bestimmt noch mal machen, ne? Als wenn ich gegen diesen Viech hier gegen alle meine Tränke oder so verballert hätte. Guck mal, ey. Aber gut, ich bin im Rhythmus jetzt gerade, wenn. Gehen wir gerade so ein bisschen schnell mit der Schwierigkeitskurve in diesem Spiel. Ich dachte erst vielleicht, man kann von dem wegrennen oder so, aber nee. Deswegen halt der Eiskalt jetzt zweimal gegen so ein Viech zu kämpfen, ey. Okay, da unten sieht schon aus, als wäre da irgendwie wieder dicker Boss. Da ist irgendwie so eine Arena. Okay, was soll mal jetzt kommen, das wäre der letzte sein. Ich könnte ja reinspringen, mich ertränken. Tu es nicht. Aber ich wette, jeder Streamer und Let's Player feiert diesen Hund. Denkt sich, ja, das ist der beste Gefährte überhaupt. Nein, noch nicht darunter springen. Ich wollte eigentlich gerade einen Schnitt machen, aber okay. Das ist ein Deserteur. Tötet ihn. Aus dem Weg. Du hast deine Wahl getroffen. Au. Oh, das hast du nicht umsonst getan. Wie nervös der Rück geworden ist, ne? Hey, geh nicht auf meinen Hund los, Mann. Aufstehen.
Der nächste Boss. Alter. Noch kommt noch mehr. So eine Verwandlung in Ifrit wäre jetzt nicht schlecht, ne? Oder Ramo. Ramo geht auch. Okay. Wenn ich beide auf mich losgehen. Ah, bin ich jetzt auch außerdem ganz blöd oder was? Ich war noch von Sid und Torga getrennt, ne? Warum war überhaupt Torga bei uns die ganze Zeit? Oder habe ich da schon wieder was vergessen? Oh Gott. Au. Guck mal, Heilflang. Wir haben gegen zwei Stiermänner gekämpft. Der Luft, der trifft mich nicht. Irgendwann treffe ich den schon. Hast du den schon erledigt? Sehr gut. Nein, ah. Was? Na, er ist nochmal gesprungen, Dreck. Kannst du es wagen? Ich bin auch schon tot. Aber geh einfach durch. Nein. Oh, Doppelsprung, okay. Habe ich gelesen. Ah. Ah. Schon wieder beinahe getroffen. Illusionssprung. Was ist das denn? Alles klar. Ich muss diesen Angriff hier hochleveln. Der ist immer noch am Leben. Das ist immer zu früh. Okay. Mein Gott, ey.
Okay, jetzt natürlich wieder gehalten, ne? Ich glaube ja. Komm, der nächste Boss wartet auf uns. Ich finde übrigens gut, wie immer Sid ganz am Ende irgendwie seine Power raushaut, ne? Ja, ich weiß, er kann nicht, ne? So gut. Yay! Wir sind so gut. Aber Geoff ist tot. Clive, gib mir deine Hand! Hilf mir! Hilf mir! Hilf mir, Clive! Ich hab dich. Ende gut, alles gut. Haben wir unsere Depri-Phase jetzt damit abgeschlossen? So. Das ist immer der nervigste Part in jedem Rollenspiel, finde ich. Was habe ich noch mal zu dir gesagt? Clive hätte nicht einen Riecher? Ich stecke ihn eben überall rein. Ist eins meiner ewigen Laster. Aber ohne euch zwei hätte sich's ausgeschnüffelt. Danke. Wirklich. So, erzähl. Nun, ich weiß jetzt zumindest, wo euer Kollege ist. Gav, ich... Er ist mit Begleitung unterwegs in seine alte Heimat. Rosaria. Ihr hättet sehen sollen, was er mit den Kaiserlichen, die ihn aufhalten wollten, gemacht hat. Absolut kein Zweifel. Der Kerl ist ein Feuerdominus. Auf keinen Fall. Clive, ich habe gesehen, wie du dich in eine Esper verwandelt hast. Und ja, vielleicht hast du auch den Phönix getötet. Aber da war noch jemand. Wer war dieser Kerl in der Robe? Ja, hab ihn auch gesehen. Das hast du nicht geträumt. Der war echt. Aber wer ist er? Das weiß ich leider auch nicht. Aber eins weiß ich. Du wirst bestimmt herausfinden, wer es ist. Sterben kannst du dann noch. Was? Du hast geschworen, deinen Bruder zu rächen. Und dass du nicht ruhst, bis du den Täter geschnappt hast. Also... Finde erst raus, ob der Kerl es war. Sterben kannst du danach. Sid, ich... Nicht nötig. Danke, Gav. Danke, Gav. Na gut. Währenddessen. Keine Zugvögel in diesem Jahr. Die Fäule hat ihre Nester verschlungen, fürchte ich. Die Zeit läuft uns davon.
In 2 Tagen erreichen wir Rosaria. Ist Jill eigentlich immer noch am Pennen? Ist sie immer noch am Schlafen die ganze Zeit? Wo alles begann. Oh. Ja. Wir müssen ihn stoppen. Sieht aus wie eine erwachsene Vision von Joshua, ne? Würde ich sagen. So. Da, ich kann jetzt hier aber nicht speichern, ne? Am liebsten würde ich jetzt hier. Da kann man ja nicht. Ich meine, das Spiel tut ja auch auto speichern, ne? Aber wäre irgendwie lieber so. Ich echt nicht irgendwie. Na gut, dann müssen wir eben hier zurück anscheinend. Wäre nämlich so ein perfekter Ort jetzt gewesen, ja, zu speichern und aufzuhören, ne? Dann hat er eine riesige Feuersäule aus dem Boden gezaubert. Und das hast du gesehen, ja? Was? Glaubst du mir wieder nicht? Clive! Deine Freundin, sie ist wach. Oh, perfektes Timing. Gut. Geh schon, du Feigling. So, Leute, es gibt Arbeit. Götz, komm mit. Jeff, und du lässt dich verarzten. Oh, sag's mir gerade heraus. Wie lange habe ich noch? Und? Eins nach dem anderen. Ich erzähl's dir später. Jill. Oh, perfekt. Gut, dann. War's das für heute, ne? Ist auch schon wieder lange genug, ne? Aber ja, kann man ja nicht voraussehen, wenn man ein Spiel zum ersten Mal spielt, ne? Dann gut, sage ich. Ich kann das speichern, ne? Ich mal gucken, manchmal geht da irgendwie nicht, aber geht anscheinend. Gut. Dann sage ich, gut, danke schön fürs Zuschauen. Ich hoffe, euch hat der Bad gefallen. Wie es weitergeht, sehen wir in der nächsten Folge. Danke. Ja, ich bin hier. Lasst ein Like, ein Abo, ein Kommentar und all das gute Zeug und dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder wahrscheinlich. Tschüssikowski.